ab sofort könnt ihr euren Autoschlüssel zu Hause lassen, denn der wird in Zukunft integriert in etwas, was wir alle eh immer dabei haben, nämlich unser Smartphone hier. In der Samsung Wallet können wir ab sofort nämlich unseren Autoschlüssel digital hinterlegen. Dann haben wir also nicht mehr nur unsere Kreditkarten und sonstige Funktionen immer mit dabei, sondern eben auch unseren Autoschlüssel. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal am Beispiel von diesem BMW i7 und diesem Samsung Galaxy S23 Ultra. Das Prinzip ist richtig einfach. Nach der Registrierung landet der Schlüssel hier in der Samsung Wallet. Da kann man entweder auf dem Telefon schließen oder aufschließen oder noch einfacher, einfach zum Auto hinspazieren und das Auto aufmachen. Das funktioniert via Ultrabreitband. Wenn man mal keinen Akku mehr haben sollte, keine Angst, das geht dann auch mit NFC. Einfach das Telefon an die Tür halten und auf geht das Auto. Man muss auch keine Angst haben vor Hackerangriffen oder sonstigen, denn die Sicherheitssysteme von Telefon und Auto stellen jederzeit sicher, dass man nur mit dem richtigen Telefon und als korrekte Person in das Auto reinkommt. Losfahren ist genauso einfach. Telefon in der Hosentasche, Startknopf gedrückt und los geht's. Wenn ihr NFC nutzt, dann könnt ihr das Telefon auch einfach hier in die Ladeschale reinlegen. Das Auto erkennt das Telefon und fertig. Das waren jetzt Funktionen, die ein normaler Autoschlüssel, ein moderner, auch kann. Aber die Samsung Wallet, die geht natürlich noch deutlich darüber hinaus. Ihr seht, eine super einfache Sache und auch super praktisch. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Funktionen, die erklären wir euch in einem weiteren Artikel, den wir euch hier unten im Video verlinken. Da erfahrt ihr auch, mit welchen Smartphones von Samsung und mit welchen Automodellen ihr das Ganze nutzen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut und bis zum nächsten Mal.